So, dann müssen wir jetzt schnell gucken, wo ist die nächste große. Me Die könnten wir nochmal machen, aber das dauert halt zu lang. Deswegen lohnt sich sonst nicht. Lohnt sich dann nicht. Haben wir hier unten zufällig gerade irgendwas? Ja, Watchmen, die wollen wir nicht. Hier? Nein. Oben drüber Espirito Santo. Elway anschwärzen. Das dauert auch lange. Minenarbeiterstreik. Aber das können wir machen. Weil so lange dauert es vielleicht. Na doch, das dauert ziemlich lange. Das dauert alles relativ lange. Aber trotzdem. Wir müssen einen Keil zwischen Ja, Elway und genau, Lionel das müssen Bailey wir von der machen. Lida treiben. Schauen Sie, was Sie tun Sie können. kämpfen gerade, scheiße. Ja, schnell wiederbeleben. Bis der Kampf aufhört. Gibt ja auch noch ein paar extra Punkte, Das hoffe hat aber ich. gedauert. Scheißendreck. Attacke, Atari, um ein ich bin Fahrzeug. unterwegs. So, Kampf vorbei, gut. Das war scheiße knapp. Dann nach Marco und von dort aus können wir dorthin, wo wir hin müssen. Ich muss mal kurz was checken, während der lädt. Okay, gut. Wollte nur gucken, ob der richtige Codierer ausgewählt ist, weil die CPU so eine krasse Auslastung hat. Die ist hier wohl das Bottleneck. Komm, Ladebildschirm schneller. Der Booster läuft nicht den ganzen Tag. So, dale. Haben wir hier zufällig gerade ein Boot? Ja, perfekt. Anschnallen, Leute. Okay, ich bin drin. Ist zwar nicht das schnellste, aber auch nicht das langsamste. Hier gibt es aber keine schnelleren, glaube ich. Also hier in der Gegend. Mexikanische Pesos und Vogelschrot. So, perfekt geparkt. So, wo Wagen mit bist du? montierter Wo bist Waffe, Sie eine du? montierte Waffe. Wo ist er denn? Da steht doch irgendwo einer drin. Aufpassen, da ist ein Geschütz. Oh. Oh, das sind Rebellen. Drohne fliegt. Wo ist er denn? Ah, da steht er. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Okay, Feindpositionen werden weitergeleitet. Huch, ich hab den Schalldämpfer noch nicht drauf. Feinde, passt auf. Natürlich sind hier Feinde. Was denkst du denn? Kartellschützen mit schwerem Sie MG. haben. Das muss das Kartelloperationszentrum in Villa Verde sein. Der örtliche Buchon muss hier ein Quartier haben. Sehen wir uns um. Kuckucks. Warum zeigt es mir nicht an, wie viel? Mal guck mal, das hat ordentlich viel gebracht. Ach, man, dass der immer wieder die Dingens zurücksetzt, ist echt nervig. Da hinten läuft auch noch einer rum, das weiß ich. Ich weiß das. Laufen noch mehrere rum. Ah, nach Wärmebild. Warum sehe ich denn keinen? Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Sehr ein Geschützturm. So.
So, jetzt schön vorsichtig, damit wir nicht entdeckt werden. Wir müssen danach auch wieder eine kleine Strecke fliegen oder fahren. Das Gute ist, es ist noch dunkel. Also nicht dunkel, aber es ist... Die meisten schlafen noch so halbwegs. Hallo. Guten Tag. Läuft der erste schon rum? Da müssen wir rein. Ich sehe ein Hauptgebäude des Kartells. Sehen wir es uns an. Ich sag mal. Oh. Shit, er hat's gehört. Bleib stehen, bevor sie dich sehen. Das hatte ich befürchtet, dass der das hört. Ist aber noch nichts bestätigt, deshalb nur verdächtig. Oh, nee, 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 nee. Oh, das. Oh, Schwein gehabt. Okay, alles ist gut. Wollte gerade schon sagen, das ist natürlich mein Glück mal wieder. Dass der gerade rauskommt, während ich über den Zaun klettere. Guten Tag. Wachablösung. Das war knapp. Nö, eigentlich nicht. Da liegen zwei, die scheinbar schlafen. Guten Tag, ihr beiden. Locker bleiben, alles ist gut. Eine Wache vor der Tür. Ist mir gerade egal. Das ist ja mein kleines Arsenal. Das ist selbstgemachte Schrotmunition. Mexikanische Pesos und Vogelschrot. Ach, warum geht's denn wieder nicht? Wenn Elway jemanden umlegt, sollen alle wissen, dass er es war. Sagen wir Bowman Bescheid. Da, jetzt geht's. Zack. Hey Bowman, wir können Elway eine Falle stellen. Wie wär's, wenn wir den Unidad-Hauptmann töten und Elways selbstgebastelte Patronen am Tatort hinterlassen? Wie gemein. Legen Sie los. So, jetzt aber flott. Weil, vielleicht nicht ganz so flott. So, ey, warum komme ich nicht drüber hier? Warum komme ich da nicht drüber? Geh doch, da, komm. Uff, toll. Klasse. Ganz großes Kino. Ich will den Heli klauen. Sechs Kilometer. Es ist kein Katzensprung. Außer vielleicht von einer großen Katze. So, auf zur Unidad-Basis. Fast 7 Kilometer. Nicht so gut für einen Booster. Aber gut. Hey. Ich habe 3 Booster. Und habe noch genügend Währung für noch ein paar. Eine Ladung mit Pesos und Vogelschrot. Gefällt mir. Als Kind hatte ich einen Nachbarn, der seine Büchse mit Steinsalz geladen hat. Da wird ja das Salz direkt in die Wunde gestreut. Nett. Ich würde mal gerne wissen, ob das eine Anspielung auf Supernatural ist. Ob das so gemeint ist. Ich verstehe es so, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so gemeint ist. Ein Düsenjet wäre nett. Sowas ist ja auch reine Spielzeitstreckung, ne? Wenn man von dort hinten nach da oben muss. Wenn man sich jetzt nicht, wenn man nicht fliegen möchte oder nicht kann, keine Ahnung, und noch keinen Heli rufen kann und den Heli aus Versehen zerstört hat, muss man den Weg fahren. Das
dauert bestimmt ewig. Ewig und 3 Tage. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer. Okay. Bereit? Feuer frei. So. Ich steig mal noch ein bisschen höher. Ich möchte mit Fallschirm abspringen. Ist das die Pyrolusitmine? Die ist ja viel moderner als ich dachte. Das verdanken die Leute Santa Blanca. Eigentlich müssten sie ihnen dafür danken. Das Kartell hat die Mine und den ganzen Kram gebaut. Ist bestimmt auch sicherer als die anderen Minen hier. Wenn man eine Frau da im Team hat an der Stelle, dann betont sie das falsch und sagt, eigentlich müssten sie ihnen dafür danken. Und nicht, eigentlich müssten sie ihnen dafür danken. Aber das macht in dem Zusammenhang halt nicht so viel Sinn. Wie die Sonne aufgeht. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, ich bin nur hier, um ihren Boss zu töten. Ich habe hier ihren Generator. Passt auf, die haben eine Alarmsicherung. So, dann werden alles aufklären. Gucken, ob der Helios überlebt hat. Nee. So, vorsichtig, damit der Scharfschütze uns nicht sieht. So, wo ist er? Da vorne. Ich kann die beiden töten. Unidad-Hauptmann erledigt. Verteilen wir die Patronenhülsen und dann weiter. Nicht verdächtigt, das ist gut. Alarm lassen wir mal an. Mal aufpassen, jetzt nicht entdeckt zu werden. Ah, der guckt gerade in die Richtung. Vielleicht hinten an den Zelten vorbei. What? Scheiße, sie haben die Leiche gefunden. Das war der letzte Alarm. Aus der Luft kriegen die keine Verstärkung mehr. Was machen die denn da? Komm einfach darüber gehüpft. Da kann ich nicht durchschießen. Drohne fliegt. Hab die Rebellen um Nasafeuergebiet. Ich rufe die Rebellen zur Ablenkung. Die Rebellen schicken ein Aufklärungskommando. Kommst du denn her? Toll, klasse, gerade beim drüber springen. Tötet jemand bitte jemand? Danke. Moment, ich komme. Oh nein, Heli ist da. Ein Heli. Ab den Drecks, Heli. Schnell und dann weg. Wegen der Patron wird die Unidad Elway für perfekt. Und dann ist die Freundschaft sofort hin. Komm, so. Mal sehen, was wir noch so alles haben. Nächste Mission. Minenarbeiterstreik. Ist nicht verfügbar, ist zu nah, Elway. Ja. Danke. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Guten Tag. Ich bin da mal weg. Ja.
el momento. Continuamos con la búsqueda de los enemigos.